Genau, Leute, und jetzt kommt nochmal ein Video von mir, für euch. Ich will nochmal generell was sagen. Bassi dachte, ich wäre sauer auf ihn oder auf irgendjemanden von euch. Natürlich war ich ein bisschen sauer bei dem Livestream Samstagmorgen. Ja, es war ein sehr langer Livestream und ich hatte einfach ja, ein bisschen was Blödheit von mir selber. Weil erstmal das Video von Berat war nicht weg. Es war da. Das hatte ich sogar gestern schon gesehen. War blöde von mir. Ich habe total blöde reagiert. Ich muss mich eigentlich entschuldigen. Wie gesagt, das Video war da. Es war nicht weg. Ich hatte sogar später dann festgestellt, die erste Version des Videos, wo ich damals, oder was damals, wo ich da noch zu Basti sagte, die Ursprungsversion wäre weg gewesen und ich müsste das nochmal aufnehmen. Und letztendlich war das dann die zweite Version, wo ich ein bisschen ja, emotional reagiert habe. Ne? Wie gesagt, die erste Version von dem Video war auch da. Nur wie gesagt, ich hatte die zweite Version dann benutzt, weil ich dachte, die erste war nicht mehr da. Und die zweite war dann eben emotional, wie ihr seht. Die erste aber nicht. Und ich habe dann gestern auch die erste Version, die ich nicht verwendet hatte, gefunden. Ja, wie gesagt, die war auch noch da. Also erstmal, das eine Video war nicht weg, was ich dann gemacht hatte. Und die erste Version war auch nicht weg. So. Und dann muss ich sagen, wir hatten derbe Tonprobleme. Ja? Wir wussten nicht, woran es liegt. Nicht wahr, Leute? Ne? Nicht wahr, Basti und Ehrenmann war dabei und Fuisi. Ja. Keiner wusste, woran es liegt. Und ja, ich möchte auch nicht angeben. Auf jeden Fall, ich hatte recht viel Glück, weil ich habe dann unten die VR-Brille liegen sehen. Ja, und die leuchtete noch. Da fiel mir ein, genau. Wir hatten vorher alles probiert. Neustart hat nichts gebracht. Alles Mögliche. Andere Einstellung. Nichts hat funktioniert. Nichts hat gefruchtet. Und keiner konnte sich das erklären. Ich hatte Zuschauer, die schrieben mir, die hören mich nicht. Oder wenn, dann zu leise. Auch sehr ungewöhnlich hatte ich noch nie. Ich konnte Basti nicht hören. Konnte Kim nicht hören. Übrigens, ich habe zum ersten Mal den Samstagmorgen Kim seine Stimme gehört. Ich wusste gar nicht, wer da zu mir spricht. Ich denke, wer ist denn das? Wo er sagte, ey, ich bin's Freezy. Ich denke, nö. Also, wie gesagt, ich habe mit Kim schon seit Dezember gespielt. Und zwar fingen wir an mit Fortnite, mit unseren beiden Nintendo Switch-Konsolen. Ich konnte ihn nie hören. Stimmmäßig. Er wusste immer, wie ich aussehe, wie ich meine Stimme klingt. Ich wusste nie, wie seine Stimme klingt. Wahnsinn, ja. Aber sehr sympathisch. Freezy, deine Stimme, ja. Kriegst du Props von mir. Geile Stimme hast du, ne? Respekt. Jo. So wie gesagt, ich konnte euch alle nicht hören. Weder Basti, noch Freezy, noch Ehrenmann. Ist natürlich sehr schlecht. Man kann sich also nicht verständigen und man kann nicht gut zusammen als Team spielen. Ist nicht gerade hilfreich. Und wir haben wirklich einen anderen Stream zusammen, sehr, sehr geil, zusammengespielt. Den Stream vorher. Deshalb war es sehr, sehr schade. Und ich dachte wirklich, oh Gott, jetzt müssen wir wirklich, ohne dass wir miteinander sprechen können, während wir Fortnite im Multiplayer spielten, nicht miteinander sprechen. Und das Schlimmste war auch noch, meine Zuschauer konnten mich auch nicht verstehen. Also total kacke. Naja, auf jeden Fall, keiner wusste, woran es liegt. Und Ehrmann habe ich zufällig im Augenwinkel unten meine VR-Brille liegen sehen. Genau. Und was hatte ich vorher noch gestreamt? Richtig? Resident Evil 7. Ja? Auf PS4. Wieso? Weil ich es in VR gespielt habe. Ich habe es nochmal. Wollte es nochmal durchspielen. Ich hatte es ja bereits ohne VR-Brille durchgespielt und da fiel mir ein, klar. Und deshalb ist die VR-Brille noch an.
Ich hatte nämlich meinen Fernseher angelassen, meine PS4 und meine Brille. Genau. Und ist ja ganz klar, der Ton geht über die Brille raus, wenn sie an ist, klar. Und wenn ich dann Fortnite spiele, klar, fehlt da der Ton, ganz klar. Mir schrieb dann jemand, was, du hast das, ich weiß nicht, ob das einer von den Mitspielern war, irgendjemand schrieb mir, war, du hast ja richtig Technik-Ahnung. Ja, klar, ist ja ganz logisch. Wenn der Ton über die VR-Brille rausgeht, sprich über die Brille, über die ja, Kopfhörer, die da drin sind, die in der VR-Brille drin sind. Ich nehme ja die Kopfhörer, die da drin sind. Ne? Ich nehme ja keine eigenen. Und die reichen mir. Ja, ist auch klar. Der Ton kann ja nicht über die VR-Brille rausgehen und gleichzeitig noch, ja, wenn ich Fortnite spiele, ist ja ganz klar. Irgendwo fehlt ja dann der Ton. Und das war eben bei Fortnite. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich das dann, ich habe da auch nicht mit angegeben, ich habe ja nur aus Spaß da ein bisschen mit, ja, auf die Kacke gehauen, dass ich das rausgefunden habe. Ich meinte, das ist ja witzig, ich gebe ja eigentlich gar nicht an. Ich meine, das ist ja auch dann so witzig, ne? Ich meine, ich verstehe eure Witze ja auch, ne? So viel dazu. Gott sei Dank habe ich dann zufällig gesehen, dass die VR-Brille an war. Und ich habe dann auch so ein bisschen schelmisch gelächelt und gegrinst und habe dann zu euch allen gesagt, ja, ich schenke euch 10 Euro, wenn ihr innerhalb 3 Minuten, ja, erratet, woran es denn liegt. Ich hatte das ja noch nicht verraten. Auf jeden Fall, Basti hatte sich zum Beispiel mega gefreut, wo er hörte, an der VR-Brille liegt es. Ich habe dann den Knopf vorne, also der befindet sich ja unterhalb vorne von der VR-Brille. Ich habe dann die VR-Brille ausgeschaltet und siehe da, jeder hörte sich wieder. Also ich hörte die anderen 3 Mitspieler, meine Zuschauer konnten mich hören und es war alles gut. Ich habe dann den Stream, Fortnite-Stream, neu gestartet. Und somit war er dann über, ich glaube, weit über 4 Stunden lief er dann, fast sogar 5 Stunden. Es hatte nicht mehr so viel gefehlt. Wären das sogar 5 Stunden geworden. Und ich hatte ja vor, glaube ich, bis 8 Uhr zu streamen. Erstmal, Leute, Entschuldigung an alle Zuschauer da, ne? Tut mir sehr leid. Ich habe also nie einen Livestream beendet. Hätte ich nicht tun dürfen. Auch an die ganzen Leute, die im Chat waren. Sorry, ne? Habe ich nicht nachgedacht. Das war richtig scheiße von mir. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich muss mich entschuldigen. Nicht nur an meine Zuschauer, die ich zurzeit hatte im Livestream, sondern ich muss mich auch an meine bis dato Mitspieler, die ich da hatte, in der Lobby entschuldigen, weil ich abgebrochen habe. Entschuldigung an Basti, ja. Entschuldigung an Fuisi und Entschuldigung an Ehrenmann. Ja, ich habe mich nicht korrekt verhalten. Sorry dafür. Ja, dann sorry, ja, dass ich da Blödsinn geredet habe, weil wie gesagt, das Video von Rebat JT war nicht weg. Ich hätte genau gucken sollen. Es war nämlich die ganze Zeit da. Ja. Das habe ich nämlich später, einen Tag später oder übernächsten Tag festgestellt. Ich denke, ach du Kacke, die ganzen Terz von mir umsonst gemacht. So Rumpelstilzchen-mäßig habe ich da ja gemacht. Sorry dafür. Und wie gesagt, das Video war da. Es war ja da. Und dann habe ich kurze Zeit später festgestellt, in dem Werbevideo, wo ihr Rebat JT unterstützen solltet, war ja die zweite Version drin von dem Video. Und da war ich ja ganz kurz sehr emotional. Erstmal, es war kein Fake, was so ein Magger da meinte, der aber von meinen Abonnenten nicht war, sondern es war wirklich echt. Nur es lief nicht derbe die Tränen, aber ich war wirklich traurig. Und ich hatte Basti, bevor ich das fertig produziert hatte, geschrieben, leider war die erste Version, wie gesagt, in dem Video ist die zweite Version. Die erste Version dachte ich, wäre auch weg gewesen. Und da muss ich sagen, die erste Version ist auch da. Und zwar in mein Handy.
also total zweimal benebelt gewesen. Wahrscheinlich habe ich einen Baum, einen Wald direkt vorm Gesicht kleben gehabt. Auch dafür sorry, ne? Also es ist sehr viel schief gegangen. Sehr, sehr viel. Schade, sorry, ne? Ja. So. Wie gesagt, das war auch nicht richtig von mir und ich, gut, ich war euch ein bisschen ja, böse. Ja, was heißt böse? Ein bisschen angepisst war ich, ja. Aber es ist nicht mehr so. Ich bin kein von euch böse mehr. Es ist alles okay, ja. Ja, es ist alles okay. Ich bin auch niemand böse. Es ist alles wieder okay. So, ja, so viel dazu. Ich werde dann nachher sogar nochmal die allererste Version hochladen. Nicht jetzt, damit ihr alle Rebat wieder unterstützen oder damit ihr mal seht, wie die erste Version war. Weil, wie gesagt, die ist auch noch auf mein Handy und dann lade ich die einfach hoch und dann seht ihr mal, wie die war. Ja? Ganz einfach, seht ihr das mal. So. So, also das ist eigentlich das, was ich erklären wollte dazu. Ne? Ja. Ich habe mich eigentlich zu entschuldigen. Weil es eigentlich alles Quatsch war, ne? Ja, genauso wie ich meine ganzen Konsolen jetzt verloren habe, auch durch eigene Schuld, ne? Ja, was auch total unnötig war. Ich habe zu meiner Mutter auch gesagt, ja, so ist es halt, ne? Manchmal mache ich mir selber die Probleme, und teilweise die größten Probleme selber, ne? Zumindest was meine Spielesammlung angeht. Ja, aber wie gesagt, nach Regen, Tagen folgen Sommer, Sonntage, ne, sonnige Tage. Werde sicher früher oder später eine PS4 wieder haben. Und ja, dann werde ich wieder mit euch zusammen zocken. Hoffentlich habt ihr dann noch Lust. Ich habe auf jeden Fall Lust. Und ja, unser Team war bis dato sehr gut schon. Und wenn wir noch mehr üben und mehr uns aufeinander einstellen, dann wird das was. Wir haben schon sehr gut miteinander gespielt. Und ich bin ja auch ein Teamplayer, das heißt, bin nicht auf den eigenen Vorteil bedacht, sondern wenn Leute am Boden liegen und geheilt werden müssen, mache ich das. Ich bin dann nicht so jemand, der sagt, okay, Hauptsache du kommst weit, sondern es geht ja um die Teams, ne? Dass unser Team möglichst weit vorne platziert ist. Und wir waren ja sogar einmal Drittes. Also dritter Platz, was geil ist. Kann man sich drüber freuen. Jo, ich wünsche euch auf jeden Fall, wenn ihr als Team spielt, je nachdem, wünsche ich euch sehr viel Glück und irgendwann werde ich wieder dabei sein, Leute. Ich freue mich da schon drauf. Wie gesagt, dann werden wir wieder zusammen zocken und da freue ich mich drauf. Naja, ich sehe gerade, das Video ist schon bei über 13 Minuten eigentlich viel zu lang geworden. Aber ist wieder typisch für mich. Ich überziehe einfach immer maßlos. Auch sorry, Leute, dafür. Sorry, 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 sorry. Wie oft soll ich noch sorry sagen? Okay, Leute, ich bin raus. Ciao.